Tagelang wurde gerungen, gepokert, geschachert. Aber eine Einigung beim Klimagipfel in Lima, der heute zu Ende geht, ist nicht in Sicht. Dabei sollten die 195 Länder die Weichen für einen neuen Weltklimavertrag stellen. Dabei geht es maßgeblich um die Reduzierung der Treibhausgase. Doch wie wäre es, wenn man den Klimakiller CO2 nicht verringert, sondern daraus Erdöl herstellt? Klingt ein wenig nach Rumpelstilzchen, der Gold aus Stroh spinnt. Doch Forschern aus Dresden ist nun der Durchbruch gelungen. Anja Chalet. So sieht er aus, der Stoff, aus dem die Träume sind. Kristallklar wie Wasser. Sauberes, künstliches Erdöl produziert in dieser Pilotanlage in Dresden. Der Clou: aus dem Klimakiller CO2 wird mit Hilfe von Wasser und Ökostrom ein vollwertiger Erdölersatz hergestellt. 6 Jahre haben die Forscher an dieser weltweit einmaligen Methode getüftelt. Die Erdölentstehung hat in der Natur ja Millionen gedauert. Wir machen das hier innerhalb von ein paar zig Sekunden oder Minuten. Und so funktioniert's. Der Strom kommt aus erneuerbarer Energie über das normale Netz. Das Wasser wird zunächst verdampft, ehe dann Wasserstoff daraus gewonnen wird. So gelingt es, von der Energie, die reingesteckt wird, 70% zu halten. Ein bisher nie erreichter Wert. Das Klimagift CO2 wird als Abfallprodukt der Industrie geliefert. Ja, und am Ende heraus kommt ein hochenergetischer Kraftstoff. Eine Tonne Erdöl am Tag und mehr könnten hier bald fließen. Pro Tonne werden 3,2 Tonnen CO2 verarbeitet. Die Bundesforschungsministerin zeigt sich bei der Einweihung der Testanlage überzeugt, dass der Kraftstoff dem konventionellen sehr ähnlich ist. Das heißt, man braucht also keine anderen Autos, man braucht keine anderen Tankstellen, man braucht keine anderen Leitungssysteme. Und bei vielen technischen Innovationen ist wichtig, dass sie nachgefragt werden, dass sie genutzt werden, dass sie gekauft werden. Und genau da ist der Haken. Der neue Kraftstoff kostet pro Liter 1 Euro bis 1,30 ohne Steuern. Normales Benzin kostet halb so viel. Hier ist die Politik gefragt, die Besteuerung zu ändern. Die Dresdner könnten Geschichte schreiben, wenn ihre Idee in der Wirklichkeit tatsächlich eine Chance bekommt.